herzlichen Dank. Na, so kann man sich's doch gut gehen lassen. Mit einem Kaffee auf der Schmalspurbahn in die schönen Kurorte Jonsdorf oder Eubin. Was hier die Kurorte sind, das sind an der Küste die berühmten Bäder. Und eine der bekanntesten Bäderbahnen ist auf Rügen, der rasende Roland. Abfahren. Er fährt auf einer Strecke von exakten 24,1 Kilometern, hat eine Spurweite von 750 Millimetern. Er ist mittlerweile als technisches Denkmal eingestuft und verkehrt nach einem richtigen Fahrplan mit 12 Zügen am Tag. Offiziell heißt er Rügensche Kleinbahn. Doch alle kennen den Zug unter einem anderen Namen und den kennt jedes Kind. Rasende Roland. Woher der Name stammt, das kann niemand so genau erklären. Mit der Geschwindigkeit hat es sicherlich nichts zu tun, denn meist sind es nur rund 30 Stundenkilometer, mit denen die Kleinbahn durch die Landschaft zuckelt. Die Bahn startet in Putbus, im Innern von Rügen gelegen. Nach 27 Minuten hat die Bäderbahn den ersten Ort an der Küste erreicht, Binz. Lokführer Achim Rickelt rangiert die historische Lok. Er fährt seit 13 Jahren auf Rügen und kennt jeden Meter der Strecke. Ja, Besonderheiten, sie ist sehr hügelig, sehr kurvenreich, unübersichtlich. Es sind sehr viele Bahnübergänge, muss man sehr aufpassen. Ansonsten keine riesengroßen Steigungen, aber für diese kleinen Loks doch eine mächtige Herausforderung. Insgesamt 9 Dampfloks gehören zum Fuhrpark der Rügenschen Kleinbahn. Die älteste stammt aus dem Jahr 1914, gebaut bei Vulkan in Stettin. Hier anlässlich der 100-Jahr-Feiern in historischer Farbe. Die Strecke verbindet Putbus mit den Seebädern im Südosten der Insel, Binz, Sellin und Göhren. Der größte der 3 Orte ist Binz. Der kilometerlange Sandstrand lädt einfach ein zum Faulenzen und Relaxen. So wie schon vor 35 Jahren, als diese Bilder aufgenommen wurden. Sellin ist der Nachbarort von Binz und nennt sich selbst die Perle der Insel Rügen. Die Seebrücke war von jeher die größte Attraktion des Ortes. Als in den 60er Jahren die Touristen in die Badeorte strömten, gab es auf der Insel ein noch viel größeres Bahnnetz. Güterzüge gehörten auf den rügenschen 750 mm Strecken zum täglichen Bild, wie hier auf dem Abschnitt zwischen Bergen und Altenkirchen. Auch 99 46 52 verkehrte auf dieser Strecke. Noch heute gehört sie zum Fuhrpark auf Rügen. Ein Oldie, genauso wie Jochen Warso. Er war 41 Jahre lang bei der Rügenschen Kleinbahn und ist erst vor 2 Jahren in Rente gegangen. Diese Lokomotive von Geburt her eine Heeresfeldbahn-Lokomotive. Aber Lokomotiven gleichen Typs hatten wir 3 Stück auf der Nordstrecke im Einsatz. Und zwar die 51 bis 53, so die Nummerierung der Reichsbahn. Ja, ich bin 62 hier angefangen. Da war die Kleinbahn noch voll im Betrieb, die Strecke von Putbus Alte Fähre und dann die Strecke von Bergen Ost bis mit der Übersetzung Wernbrezer-Bodden bis hoch praktisch nach Altenkirchen. Allerdings hatte die Rügensche Kleinbahn ein Manko. Wir haben keinen Rollwagenverkehr gehabt, wie das praktisch oder Rollbockverkehr, wie es auf den südlichen Strecken waren. Es mussten alle Güter umgeladen werden. Güter auf der Nordstrecke waren hauptsächlich Rauf, Baustoffe, Kohle, jede Menge feste Brennstoffe. Bis zu 300 Tonnen war die Tagesleistung an Gütern, die praktisch auf dieser Schmalspurbahn gefahren wurden, teilweise in einer Richtung. Die Besonderheit auf der Nordstrecke war die Wittower Fähre. Der gesamte Schienenverkehr, aber auch Personen- und Lastwagen wurden über den Brezer Bodden transportiert. Natürlich war das Übersetzen
von Fährhof rüber zur Widderfähre oder umgekehrt etwas problematisch. Aber da hatte man so eine Technologie schon entwickelt, da konnte maximal nur starker Seegang daran hindern, dass der Zugverkehr nicht lief. Die Güterwagen an der Zahl 2 bis 3 Stück wurden dann umgesetzt und der Verkehr ging zur anderen Seite weiter. Im September 1971 wurde die Nordstrecke geschlossen. Die Verbindung zwischen Putbus und Alte Fähr war schon 1967 stillgelegt worden. Auch die Strecke zwischen Putbus und Göhren war bedroht. Mit dem Beginn des Winterfahrplans 76 sollten hier auch die Messen gesungen werden, sollte absolut der Busverkehr fahren. Es wurde auch darauf hingearbeitet und man hat auch nicht mehr viel reingesteckt. Und so kam es auch, dass wir praktisch jede Woche einmal entgleisten. Doch überraschenderweise stellten sich einige Rügener Politiker gegen die Schließung. Sie befürchteten ein Chaos, wenn im Sommer die Touristen auf die Insel strömten. Denn wenn im Putbus pro Tag 4 D-Züge kommen und alle luden aus und die fuhren auch wieder weg und wollten auch wieder einladen. Und diese ganzen Leute, das sehen Sie auf den alten Aufnahmen, wurden mit der Kleinbahn transportiert. Das sind ja nicht nur die Reisenden gewesen, sondern es war auch das umfangreiche Reisegepäck, was mitgenommen wurde. Dann war das zur damaligen Zeit und auch heute unmöglich, das mit Bussen so zu transportieren. Argumente, die sich schließlich durchsetzten. Die Strecke wurde in den folgenden Jahren mit Hilfe von Studenten saniert. Der Personenverkehr lief weiter, auch weil sich viele immer wieder mit ganzer Kraft für die Bahn eingesetzt haben. Ich habe ja nun, wie gesagt, von 62 an bis 2003 Geschichte für diese Bahn mitgeschrieben und mitgemacht. Ich möchte sagen, ich bin stolz darauf, was das wir erreicht haben und dass wir heutzutage noch so weiterfahren können. Inzwischen ist die Bahn 110 Jahre alt und keiner kann sich Rügen ohne den rasenden Roland vorstellen.